ihr glaubt ja, Jesus ist Gott. Wie kann Gott sterben? Wieso sollte Gott zulassen, dass Jesus am Kreuz stirbt? Jesus wurde nicht gekreuzigt und er ist nicht gestorben. Solche oder ähnliche Aussagen hört man häufig von Muslimen. Man kann den Islam am besten als eine Gegenreaktion auf das Christentum verstehen. Der Islam greift praktisch sämtliche Kernlehren des Christentums an. Allen voran das dreieinige Wesen Gottes, die Gottheit von Jesus Christus und sein stellvertretender Tod am Kreuz. Die Aussage, die uns in Sure 4, Vers 157, 158 begegnet, ist ein Angriff auf das Herz des Christentums. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie die Tatsache der Kreuzigung aus diesem Vers heraus verteidigt werden kann. Ein paar Worte zum Kontext. Die Sure An-Nisa ist Nummer 92 in der chronologischen Reihenfolge des Koran, also wurde sie in Medina offenbart, was man auch schon am scharfen Ton gegenüber den Juden leicht feststellen kann. Voran geht eine Passage über die Verfehlung der Juden und die Gründe, sie zu verfluchen. Und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih, Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs getötet. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Inhaltlich könnte man folgende 7 Punkte festhalten. 1. Die Juden sagen, dass sie Isa getötet haben. 2. Es folgt eine Richtigstellung, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt. 3. Dann wird erklärt, was tatsächlich passiert sei. Es oder er, das ist im Arabischen nicht klar, erschien ihnen nur so. Dann wird gesagt, 4. dass diejenigen, die sich uneinig sind, im Zweifel darüber sind. 5. sie haben kein Wissen, sondern folgen Mutmaßungen. 6. es wird nochmals betont, dass sie ihn mit Gewissheit nicht getötet haben. Und 7. wird erklärt, dass Allah ihn zu sich erhoben hat. Das heißt, er ist lebendig und bei Allah. Die Tafsir, die Kommentare, sagen sehr Verschiedenes. Jedenfalls sei nicht Isa, die Person, die im Islam mit Jesus gleichgesetzt wird, gekreuzigt wurden, sondern zum Beispiel nach Al-Jalalayn, eine der Juden wurde gegen ihn ausgetauscht. Die Sache mit der Vermutung deutet der Kommentar so, dass das Gesicht das von Isa war, der Körper aber nicht. Darum habe es Vermutung gegeben, ob er es ist oder nicht. Ibn Kathir, der wohl bedeutendste Kommentator, hat gesagt, dass ein junger Mann sich freiwillig gemeldet habe, um für Jesus zu sterben. Eine andere weit verbreitete Theorie besagt, dass Judas Iskariot an Isas Stelle gekreuzigt wurde. Ibn Atiyah hat gesagt, über das Wie des Tötens und der Kreuzigung sowie über denjenigen, auf den die Ähnlichkeit geworfen wurde, gibt es viele verschiedene Meinungen und es gibt nichts vom Gesandten Gottes, was feststeht. Mehr oder weniger einig sind sich dabei alle, dass Isa nicht gekreuzigt und getötet wurde, dass ein anderer getötet wurde und dass Isa in den Himmel aufgenommen wurde. Andere Koranverse zum Thema sind 1. Sure Maryam 19,33, wo über Isas Geburt, Tod und Auferstehung in dieser Reihenfolge geschrieben steht. 2. Sure Ali Imran 3,55, wo von Jesus Tod und Himmelfahrt gesprochen wird. Der Vers davor wird uns auch noch beschäftigen. 3. Sure Al-Maida 517, wo wiederum von Jesus Tod gesprochen wird. Diese drei vorhergehenden Verse, in denen Jesus Tod bestätigt wird, werden jeweils voneinander abrogiert, also aufgehoben, und schließlich von unserem Vers gegen die Kreuzigung in Sure An-Nisa, der dann Jesus Kreuzigung und Tod verneint, aber die Himmelfahrt bejaht. Das Wort Mutawaffika, ich werde dich abrufen, hat in der vorliegenden Form die Grundbedeutung zu verscheiden oder zu sterben und wird auch in jedem Vers im Koran so übersetzt. Ein Vers als Beispiel, in dem dieses Wort steht, ist Sure Al-Baqarah 240, wo es um den Tod und das Erbe geht. Ein weiterer interessanter Vers ist Ali Imran 354. Und sie, nämlich die Juden, schmiedeten Ränke und auch Allah schmiedete Ränke und Allah ist der beste Ränkeschmied. Das arabische Wort hier, Makr, bedeutet so viel wie Betrüger, Täuscher, Arglistiger, Verschlagener. Das wird stets im negativen Zusammenhang genutzt, wie ja auch hier in Bezug auf die Juden und daneben eben auch auf Allah. Aus christlicher Perspektive können wir hier mindestens ein Dutzend Probleme ausmachen, von denen wir mal 7 näher genauer anschauen wollen.
Mohammed stellt sich hier gegen die Aussage von den Propheten vor Jesus und letztlich von Gott selbst und macht sie so zu Lügnern. Adam, Mose, David, Jesaja, Daniel, Jesus, die Apostel Johannes, Petrus und Paulus, die auch nach dem Koran akzeptiert werden. Und letztlich eben Gott, der den Propheten den Auftrag gegeben hat, vom Tod des Messias zu sprechen. Hier liegt natürlich das Missverständnis zugrunde, dass die Kreuzigung ein Unfall wäre. Nein, sie ist Gottes Rettungsplan. Interessant ist, wenn man einem Moslem Jesaja 53 zu lesen gibt, obwohl kein Name dort steht, wissen selbst Muslime sofort, dass es hier um Jesus gehen muss. Und dieser Text wurde eben 750 Jahre vor Jesus geschrieben und erklärt Gottes Absichten mit dem Tod seines Retters. In Johannes 3, Vers 16 sehen wir auch nochmal sehr knapp zusammengefasst, was Gottes Rettungsplan ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Zweitens, Allah täuscht die Menschen. Allah zeigt sich hier als der Makr. In biblischen Zusammenhängen wird nur der Satan vergleichbar beschrieben. Über Gott wird hingegen gesagt, dass er Licht ist und keines Wechsels Schatten in ihm ist. Kein Christ würde jemals so einen Gott vertrauen. Drittens, Mohammed und Jesus. Muslime sagen, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Allah würde nie seinen Gesandten so leiden und durch die Hände der Juden sterben lassen. Dabei vergessen sie, dass Mohammed durch eine jüdische Frau vergiftet wurde, 3 Jahre lang schreckliche Qualen litt, wie kein anderer Mensch, so berichtet Aisha, und dann unter großen Schmerzen gestorben ist. Hier zwängt sich geradezu die Frage auf, wenn Allah Jesus oder Isa beschützt hat, warum hat er dann Mohammed nicht beschützt? Viertens, es wird in vierfacher Weise gesagt, dass diejenigen, die in Uneinigkeit sind, zweifeln und im Prinzip im Irrtum sind. Das ist interessant. Wie wir gesehen haben, ist selbst im Koran Uneinigkeit darüber zu finden, ob Jesus jetzt gestorben ist oder nicht. Und auch die Gelehrten widersprechen sich gegenseitig so sehr, dass die verschiedenen Geschichten überhaupt nicht zusammenpassen. Große Einigkeit hingegen sehen wir bei allen, ausnahmslos allen biblischen Texten im Alten und auch im Neuen Testament. Außerdem sind sich alle Juden einig, dass Jesus gekreuzigt und getötet wurde. Alle Christen bestätigen das. Römische Geschichtsschreiber bestätigen das. Griechische Geschichtsschreiber bestätigen das. Es gibt weltweit und durch alle Zeiten keinen einzigen Zweifel daran, bis 600 Jahre später Mohammed auftaucht und etwas anderes sagt. Und dann beginnen die Zweifel und die Uneinigkeit in der islamischen Gemeinschaft. Fünftens, bereits beim ersten Punkt werden Muslime erwidern, dass man den Aussagen der Bibel gar nicht trauen kann, weil sie ja verfälscht worden sei. Tatsache ist, dass es nirgends im Koran auch nur einen einzigen Vers gibt, der über die Verfälschung des Textes des Neuen Testaments spricht. Höchstens wird über falsche Auslegung oder das Zudecken von Versen mit der Hand durch einige Juden gesprochen. Im Gegenteil bestätigt der Koran sowohl die Inspiration der Heiligen Schrift als auch die Bewahrung von Gottes Wort als auch die Autorität des Alten und des Neuen Testaments. Dazu ist in der Beschreibung ein tolles Video über das islamische Dilemma verlinkt. Letztlich ist das der Schlüssel zu sämtlichen Differenzen zwischen Islam und Christentum. Kann man der Bibel vertrauen? Ist sie das unverfälschte Wort Gottes? Sechstens, Muslime würden zustimmen, dass Jesus lebt und jetzt bei Gott ist. Kein Mensch und kein Prophet hat je diese Ehre bekommen, Jahrtausende lang zu leben und direkt bei Gott zu sein. Mohammed verwest im Grab. Jesus lebt und ist bei Gott. Was lernen wir daraus? Siebtens, wenn wir davon ausgehen, dass die Geschichte stimmt, dann hätte Allah aus Versehen das Christentum gegründet. Allahs Absicht war es ja, die Juden zu täuschen. In der Bibel berichten die Jünger, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Das wahrhaftige Zeugnis von Augenzeugen ist letztlich eine Grundlage für den christlichen Glauben. Immer wieder wird betont, dass die Jünger diese Dinge mit eigenen Augen gesehen haben und deshalb wahrhaftig bezeugen. Und so hat das Christentum seinen Anfang genommen. Also, Allah hat beabsichtigt, die Juden zu täuschen, aber er hat alle Menschen getäuscht. Juden, Jesus Nachfolger, Jesus Familie, die Römer, alle wurden getäuscht. Und weil die Christen ehrliche Menschen waren, haben sie getreu und wahrhaftig verkündet, was sie gesehen haben. Mindestens 11 von Jesus 12 Aposteln haben für diese Wahrheit ihr Leben gelassen. Und nach ihnen viele, viele mehr. Bis heute bezeugen Christen, was alle Augenzeugen damals gesehen haben. Jesus Christus ist gestorben, begraben und am dritten Tag auferstanden. Er ist ihnen dann 40 Tage lang begegnet und hat ihnen die Schriften erklärt und auch
die vergangenen Ereignisse um seinen Tod. Daraus ist das Christentum entstanden, mit aktuell 2,3 Milliarden Christen, von den früheren Generationen ganz zu schweigen. Wenn es in dieser Geschichte einen Schuldigen gäbe, dann wäre es Allah, der beste Betrüger, der selbst die treuesten Nachfolger seiner Propheten täuscht und betrügt und dann Milliarden von Menschen für ihre Treue und ihren Glauben an die wahrhaftigen Aussagen der Augenzeugen in die Hölle schickt. Vor diesem Vers mit dem Mohammed versucht, die Kreuzigung anzugreifen, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Anhand von An-Nisa 457 bis 158 kann man mindestens 7 massive Probleme des Islam aufzeigen. Erstens, Mohammed stellt sich gegen die Propheten, Jesus und Gott selbst. Zweitens, Mohammed zeigt, dass Allah der Makr, der beste Betrüger ist. Drittens, Mohammed sagt, dass Allah Jesus bewahrt hat, ihn selber aber später hat er nicht bewahrt. Viertens, Mohammed sagt, dass die sich irren, die sich uneinig sind, die Muslime. Mohammed widerspricht der Bibel, die er aber auch bestätigt. Sechstens, Mohammed bestätigt die einmalige Stellung von Jesus bei Gott. Siebtens, Mohammed zeigt, wie Allah unbeabsichtigt das Christentum begründet. Wenn ein Moslem die Kreuzigung angreift, können wir ihn bitten, uns den Vers zu zeigen. Dann können wir Aussage für Aussage durchgehen und vielerlei Probleme aufzeigen. Es kann hilfreich sein, die einzelnen Punkte der Verteidigung in eine Frage zu verpacken. Erstens, warum sollten die Propheten vor Jesus über ihn lügen? Zweitens, wie kann Gott ein Betrüger sein, der sogar die treuesten Nachfolger seiner Propheten täuscht? Drittens, warum sollte Allah Jesus vor einem schrecklichen Tod retten, aber Mohammed grausam und langsam sterben lassen? Viertens, wie kommt es, dass ausschließlich die Muslime in diesem Bezug sich uneinig sind? Fünftens, warum widerspricht der Koran der Bibel, die er zugleich aber bestätigt? Sechstens, wer kann mir helfen? Der, der am Grab verwest oder der, der bei Gott ist und lebt? Siebtens, wusste Allah, dass er das Christentum gründet und dass Milliarden von Menschen in die Hölle gehen, weil die Augenzeugen treu alles bezeugen, was sie mit eigenen Augen gesehen haben? Die Verteidigung der Kreuzigung gegen diesen Angriff ist das eine. Dann wäre es aber auch gut, Gottes Rettungsplan und besonders die zentrale Wichtigkeit der Kreuzigung zu erklären. Wie du das gut und verständlich machen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hilft dir, wenn die Frage aufkommt, ob Jesus gekreuzigt wurde. Schreib mir doch in den Kommentaren, wie dein Gespräch weiterging. Wenn dir dieses Video gefallen hat, drück den Mag-ich-Knopf und teile dieses Video mit einem Freund, den es auch interessieren könnte. Wenn du möchtest, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Also dann, tschüss und mach's gut!